Aus alt, mach neu. Rund 700 Stunden haben sie daran gearbeitet. Bis zum heutigen Tag. Aber jetzt ist der Moment, jetzt steht das Fahrzeug, das Käfer Cabrio, das erste Mal wirklich wieder auf den Rädern. Und so begann es vor 1,5 Jahren. Die beiden von der Käferwerkstatt Regensburg hatten dieses Käfer Cabrio Baujahr 1966 gekauft. Wieder mal ein Abenteuer für Manfred Stelzel und Alex Ferschke. Also schauen wir gleich mal vorne rein. Jetzt da haben wir ja, natürlich alles verschmutzt, aber noch weitestgehend im Originalzustand. Wahrscheinlich uraltes Benzin drin. Ja, das ist altes Benzin. Volkswagen-Schriftzug haben wir auch gleich hier gefunden. Ja, den kann man hier oben auch mal aufmachen. Rostbefallen, ja, das muss ohnehin erneuert werden. Die Teile austauschen oder restaurieren. In jedem Fall eine Riesenaufgabe. Es wird wieder in den Zustand versetzt, das Auto, wie es damals 1966 das Werk verlassen hat. Für uns ist es technisches Kulturgut und es begeistert uns natürlich immer wieder aufs Neue, so ein Fahrzeug dann zu restaurieren und dann auch wieder in den Neuzustand versetzen zu können. Das heißt, es lebt dann weiter. Das noch schlagende alte Herz, der 40 PS Boxermotor. Azubi Corbinian hilft, den Neuerwerb hochzuheben. Denn jetzt kommt es darauf an, wie der 55-jährige Neuzugang von unten aussieht. Jedes Mal ist es ein spannender Moment, weil es kann unter Umständen trotz alledem noch irgendwas zum Vorschein kommen, mit dem man nicht unbedingt gerechnet hat. Und wenn man das hinter sich hat, abgehoben, dann ist man innerlich nochmal befreiter, weil man sagt, ja, es hat jetzt nichts mehr Besonderes gegeben. Schauen wir uns erst nochmal an, oder? Ja. Ja. Substanz ist echt gut. Ja. Bestens. Absolut. Er ist insgesamt in einem sehr guten Zustand. Da sehe ich jetzt auch was, mit dem hätte ich jetzt nicht unbedingt gerechnet. Aber gut, das Teil wird ohnehin erneuert. Ist eher unbedeutend, die Schäden. Seit rund 20 Jahren restaurieren die beiden leidenschaftlich Käfer, einen nach dem anderen. Also hier haben wir eine Restaurierung, das war unsere allererste Restaurierung. War ein Käfer Modell 1303, Limousine. Und das war der erste, der wirklich komplett restauriert wurde von uns. Das war natürlich Euphorie, ne? Super, klasse, so ein Auftrag. Ne? Und das hat im Lauf der Zeit, ja, es ist einfach irgendwann einfach selbstverständlich geworden. Sicherlich hat man heute noch genauso Freude über den Auftrag. Aber die ersten großen Aufträge, also man war überschwänglich begeistert. Keine 3 Stunden brauchen sie, um gleich die Karosserie abzuheben. Jede Schraube, jeden Handgriff kennen sie. Aber was darunter zum Vorschein kommt, das wissen sie nicht. Das ist jetzt das Fahrgestell, das ist das Unterteil, die ganze Technik. Ist auch noch für uns natürlich in einem guten Zustand, auch wenn es auch hier optisch nicht so aussieht. Aber ist in einem sehr guten Zustand. Trotzdem, es kann noch dauern, bis er mal so ausschauen wird. Aber warum überhaupt Käfer? Was macht das Auto so beliebt? Volkswagen, ich meine, das hat ja jeder mit dem Auto irgendwie zu tun gehabt. Es war halt für viele auch das erste Auto, wo sie viel unternommen haben und viel erlebt haben. Ich denke, daher kommt es natürlich. Übrigens, das erste Auto meiner Eltern war ebenfalls ein Käfer. Also man sieht den Käfer meiner Eltern. Man sieht, ich hatte damals schon eine Verbindung zum Käfer durch meine Eltern natürlich. An endlose Urlaubsreisen im engen Käfer kann Alex Ferschke sich erinnern. Dass der Käfer sein Leben so bestimmen würde, ahnte er nicht. Und auch nicht, dass er irgendwann zufällig Geschäftspartner Manfred Stelzel begegnen würde. Das war in keiner Weise geplant, weil ich aber eine Werkstatt für alle möglichen Autos vorher schon gehabt.
Und einen gewissen Prozentsatz, Oldtimer immer schon. Und dann sind vor der Werkstatt immer Käfer gestanden. Dann haben Leute gekommen, ja, macht ja Reparaturen, so ist selbstverständlich. Und so ist es immer mehr und mehr geworden. Damals hätte aber auf meine Zukunft niemand auch nur einen Cent gegeben. Belächelt sind wir worden. Die zwei Trotteln mit der Käferwerkstatt, das wird nie was. Doch es kam anders. Mit ihrer winzigen Werkstatt in der Regensburger Innenstadt wurden sie schnell so erfolgreich, dass sie nach Sinzing zogen und sich vergrößerten. Zusammengeschweißt von der Käferliebe. Meistens sind wir eineinhalb Jahre im Voraus ausgebucht. Und scheinbar ist der Käfer jetzt mehr gefragt als vor ein paar Jahren noch. Beim Cabrio stehen jetzt schwere Entscheidungen an. Was ist nicht mehr zu retten? Und was kann wiederverwendet werden? Karosserieteile können sandgestrahlt und neu lackiert werden. Bei der Elektrik schaut es oft anders aus. Und da sieht man ein Kabel, da wird es einmal einen Kurzschluss geben. Das ist ein typisch verschmortes Kabel. Und das muss natürlich weg. Es gibt aber auch Arbeiten, die Manfred Stelzel extrem ungern macht. Damit ich die Windschutzscheibe jetzt ausbauen kann, muss ich mit einem scharfen Messer da abschneiden. Aber es ist aber eine ungute Angelegenheit. Es ist ja so, ich habe das einmal gesehen, in meiner Lehrzeit. Und die hat sich fürchterlich verletzt. Und wenn man sowas sieht, dann ist halt einfach irgendwie die Angst da. Und dann legen wir es ab. Genauestens ablegen, dass man später genau weiß, wo war was. Sofern die Teile wieder verwendet werden. Auch die kleinste Schraube heben sie auf. Man weiß ja nie. Leider, das Original-PVC-Verdeck ist schon porös. Lässt sich nicht mehr retten. Grundsätzlich immer da, wo es möglich ist, wollen wir das Alte erhalten. Nur, wenn sie rausstellt, es ist Verschleiß vorhanden. Da muss man es erneuern. Da gibt es kein Wenn und kein Aber. Dieses Cabrio wurde in Deutschland gebaut und dann nach Amerika exportiert. Der Vorbesitzer war Amerikaner. Ein kleines Stück USA in der Oberpfalz. Das Auto ist in US-Amerika ist das gelaufen. Und das sieht man jetzt ganz deutlich. Das ist ein Meilentacho. Da habe ich gerade einen Aschenbecher ausgebaut. Und dann irgendwelche Tütchen drin. Undefinierbar der Inhalt. Eine Schraube. Schraube. Münzen. Schaut nicht nach Goldmünzen aus, eher nach amerikanischem Kleingeld. Ob sie in den vielen alten Käfern mal was Spektakuläres, einen Schatz gefunden haben? Noch nie, dass wir da irgendwas gefunden haben. Auf das habe ich eigentlich immer schon gehofft. Wo man sagt, man findet mal irgendwas Wertvolles. Schmuck oder sonst, aber noch nie. Was Manfred heute mehr umtreibt, ist die Lackfarbe. Dieses Gelb war in den 60er Jahren sehr beliebt, aber heutzutage ist der Farbton einfach out. Jetzt original restaurieren oder sich der Zeit anpassen? Eine Gewissensfrage und Diskussionsstoff während der Brotzeit. Das, was er jetzt hat, ja, ist, für mich ist das eine typische Sanitärfarbe. Und das, glaube ich, kommt nicht gut an. Also es ist ganz selten, dass wir eine Farbe nicht hernehmen, die original, damals original war. Aber in dem Fall, weil es halt so Eierschalenfarben ist. Momentan haben wir überhaupt keine Idee. Aber kommt Zeit, kommt Rat. 3 Monate später haben sich die beiden entschieden. Lackierermeister Christian Maushammer in Laber, westlich von Regensburg, erwartet sie schon. Will ihnen den fertig grundierten Käfer vor der endgültigen Farblackierung noch einmal zeigen. Also die Ursprungsfarbe war ja ein Gelbton, so ist er werksmäßig ausgeliefert worden. Aber ja, das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig und ich denke dann später auch für den Verkauf des Fahrzeugs ist die richtige Farbwahl, denke ich mal, schon ausschlaggebend. Deswegen haben wir uns für eine andere Farbe entschieden. Stahlblau Metallic soll es sein. Die Farbe, die schon in den 50er Jahren gegen Aufpreis bestellt werden konnte.
Es geht los. Der Lackierermeister muss nur noch aufpassen, dass keine Stubenfliege in die Lackierkabine kommt und auf dem frischen Lack herumtapst. Das wäre der Super-GAU. Wie gefällt die 50er-Jahre-Farbe auf dem Auto von 1966? Mann, schöne Farbe. Wirklich tolle Farbe. Es ist jetzt noch matt, weil der Klarlack kommt erst dann im Nachgang drauf. Das ist jetzt die erste Schicht Basislack, dann kommt noch eine zweite Schicht Basislack und dann kommt erst der Klarlack, damit das Auto dann auch wirklich glänzt. Aber man kann schon sehen, wie es später mal aussehen wird. Ja, sehr schön geworden. Wirklich. Ja. Die Restaurierung ist auf der Zielgeraden. Sogar der Polsterer war schon da. Und der luftgekühlte Vierzylinder für den Heckantrieb wirkt wie neu. 1,5 Jahre sind vergangen. Jetzt bekommt das Fahrgestell wieder seine alte, neue Karosserie. Der 1500er Cabrio wirkt wie frisch vom Band. Die 55 Jahre sieht man ihm nicht mehr an. Jetzt ist es soweit. Jetzt geht's auf. Die erste Probefahrt. Zur ersten Probefahrt, ja. Ja. Der Moment, auf den Alex Ferschke und Manfred Stelzel so lange hingefiebert haben. Also, Start frei! Einen Käufer haben die beiden von der Käferwerkstatt schon gefunden.